Wichtiges. Als Vize-Weltmeister und jetzt hat Karl vielleicht auch die Rolle jetzt begriffen, die er gespielt hat bei diesem Turnier. Die großartige Rolle. Und ich denke mal, liebe Zuschauer in Deutschland, Sie alle werden diese Panne, die zum 1:0 geführt hat, so einem Mann auch nachsehen. Auf Italienisch geht's. Der Ex-Stürmer des AS Rom, der alte Weltmeister, der alte Fuchs aus Hanau, Rudi Völler, und der neue Ronaldo, eigentlich, wie gesagt, sein erster Titel, 94, nur im Kader. Michael Ballack konnte zu diesem deutschen Spiel heute nicht beitragen, aber zum Erfolg so weit gekommen zu sein, da war er maßgeblich beteiligt. Und wollen wir mal ganz kurz abgeben zu einer kurzen Zwischeneinschätzung, wie ein Weltmeister das sieht, Jürgen Klinsmann, der das 90 alles live miterlebt hat auf dem Platz mit besserem Ausgang. Ja, die deutsche Mannschaft hat wirklich alles versucht, Jürgen Klinsmann, aber Ronaldo ist der neue König der Copacabana und Oliver Kahn ein wenig der tragische Held dieses WM-Finals. Ja, ist richtig. Es tut natürlich weh, gerade von Olli, der uns in dieses Finale gebracht hat mit seinen überragenden Leistungen. Aber letztendlich glaube ich, es geht in Ordnung, der Sieg der Brasilianer geht in Ordnung. Sie hatten die klaren Chancen und sie hatten auch die besseren Einzelspiele letztendlich. Wobei ich glaube, also wirklich riesiges Lob an die deutsche Mannschaft. Sie haben bravourös gespielt heute. Sie haben nach vorne gespielt, sie haben mit Herz gespielt und sie haben sich total verausgabt. Und natürlich kullern da auch ein paar Tränen über die Backen, auch beim Olli und bei all den Spielern. Aber sie sind Vize-Weltmeister, sie können wirklich drauf stolz sein. Ich glaube auch Fußball Deutschland ist stolz auf diese Mannschaft und wird sie mit... Es hat niemand damit gerechnet. Die deutsche Mannschaft ist ins Finale gekommen und hat alles gegeben. Sie haben alles versucht. Absolut. Sie haben das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausgeholt und haben das auch heute wieder gezeigt. Sie haben wirklich versucht, nach vorne zu spielen. Sie haben die Brasilianer unter Druck gesetzt. Sie hatten auch sehr, sehr gute Möglichkeiten noch in der zweiten Halbzeit. Aber da sind halt die Brasilianer doch einen Schritt abgezockter und machen aus ihren Möglichkeiten dann doch die zwei Tore. Aber also man kann nur stolz auf diese Jungs sein. Die deutsche Mannschaft bedankt sich bei den gut 2000 Fans, die hier live im Stadion dabei sind. Ronaldo, dein Nachfolger bei Inter Mailand. Du bist auch Ronaldo-Fan. Freut es dich, dass er heute wirklich seiner Karriere hier den Höhepunkt aufgesetzt hat? Ja, natürlich. Der Kerl, der hat 4 Leidensjahre hinter sich nach diesem verlorenen WM-Endspiel gegen Frankreich, wo viel um seine Gesundheit spekuliert wurde. Hat 2 Kreuzbandrisse noch ertragen müssen. Also keiner hat mehr erwartet, dass er auf diesem Niveau zurückkehren wird. Und er hat diesem Turnier jetzt wirklich die Krone aufgesetzt. Und da freut man sich als ehemaliger Stürmer für einen Kerl wie ihn ungemein. Und Ronaldo hat es gefordert und angekündigt. Die Penta Bellaretti ist eingetroffen. Der 5. Titel für den Rekordweltmeister. Ja, und der erste richtige für ihn. Penta aus dem Griechischen war das Schlagwort in Brasilien in den letzten Tagen und Wochen. Ronaldo hat Pelé jetzt eingeholt mit 12 WM-Toren, 8 davon hier. Vorne immer noch Gerd Müller, der Unvergessliche, mit 14. Zum 5. Mal nach 1958, 62, 70 und 84 gewinnt Brasilien den Titel. Und bei ihm waren alle beteiligt. Jesus, dann ein Kollege namens Batista, dann Bahia, der Bundesstaat, wo er herkommt. Bitburger präsentierte das WM-Endspiel Deutschland gegen Brasilien und gratuliert der deutschen Nationalmannschaft. Es ist 22.17 Uhr in Yokohama und ein großes Fußballfest geht zu Ende und er ist... Nicht er hier, sondern er ist der Superstar dieser WM. Ronaldo, das WM-Finale ist seine Bühne und seine Tore versetzen eine Nation in Ekstase. Ja, was soll man da noch sagen? Er hat dem Turnier seinen Stempel aufgedrückt. 8 Tore und vor allem die 2 im Endspiel. Also wenn man jetzt in 10 oder in 20 Jahren zurückblickt auf diese WM, dann wird diese WM den Namen von Ronaldo mittragen. Natürlich Enttäuschung auch in diesem Augenblick, dass es nicht gereicht hat für die deutsche Mannschaft, aber es gibt trotzdem morgen eine Riesenparty in Frankfurt zurecht. Deutschland ist Vize-Weltmeister
Und das wird auch einen Schub geben für den Nachwuchs, für die Fußball-Bundesliga. Wie wertest du das, Jürgen? Ja, eminent wichtig, diese Leistung ist nicht nur deswegen nicht hoch genug einzustufen, weil sie hier wirklich allererste Güteklasse abgeliefert haben. Sie hat auch große Auswirkungen auf den deutschen Fußball. Ich denke jetzt an die Bundesliga sicherlich, die sofort davon spüren wird. Aber ich denke auch an den ganzen Nachwuchskinderbereich, weil diese Jungs, die haben so viel animiert und so viel Freude und auch Stolz jetzt rübergebracht, dass es einen Schub geben wird, dass sicherlich die Kinder versuchen werden, einem Ballack, einem Oliver Kahn und vielen anderen nachzuahmen, nachzueifern. Und was Schöneres hätte uns eigentlich gar nicht passieren können in der Situation, in der wir jetzt auf Portugal 2004 zugehen und natürlich auf unsere Weltmeisterschaft 2006. Wir kommen natürlich gleich, liebe Zuschauer, noch einmal zurück hier ins International Football Stadium nach Yokohama mit Stimmen von der deutschen Mannschaft, mit weiteren Impressionen aus dem deutschen Lager. Zunächst aber interessieren uns natürlich auch die Eindrücke aus dem WM-Studio in Berlin am Potsdamer Platz. Unser Motto heißt, nicht traurig sein, trotzdem feiern. Und ich glaube, es ist genau das richtige Motto. Deutschland ist Zweiter bei einer Weltmeisterschaft, liebe Zuschauer. Wer hätte das gedacht vor 4, 5 Wochen? Wer hätte das gedacht nach dem Aus bei den Europameisterschaften vor 2 Jahren? Also bitte, man hat gegen Brasilien verloren und das ist keine Chance, das ist keine Schande. Das ist keine Schande, Brasilien zum 5. Mal Weltmeister. Und wir wollen einfach mal eine kleine Tournee unternehmen durch die Welt der Emotionen. So war es hier im Sony Center, als die Tore fielen. Und gegen die deutsche Mannschaft auf Seiten der Politiker, der fast komplette Berliner Senat war ja da. Ja, natürlich war man traurig, aber einer freut sich immer in einem solchen Finale und das waren diesmal die Brasilianer. Und viele mögen jetzt sagen, es gibt vielleicht dann doch eine Gerechtigkeit bei einer Fußball-WM. Die Brasilianer haben durch das ganze Turnier hindurch einen glänzenden Fußball geboten, zur rechten Zeit immer Tempo angezogen und noch ein Schüppchen draufgelegt und sind, ich glaube, das wird das Urteil sein, nach dieser WM verdient Fußballweltmeister zum 5. Mal. Und wir freuen uns dennoch auf den 2. Platz der deutschen Nationalmannschaft, wenn man mal überlegt, wer alles, ja genau, dem Vize-Weltmeister gratulieren wir. Und Rudi Völler sei Dank, dass er aus der Versagermannschaft bei der Europameisterschaft eine Erfolgsmannschaft gemacht hat. Und wie sieht es jetzt erst in Rio aus, Frank Buchwald? Und mit dieser Station beginnt unsere Reise durch Europa dann auch. Ja, natürlich. Natürlich Riesenstimmung hier in Rio de Janeiro. Die Brasilianer haben es geschafft, Pentacampeon zum 5. Mal Weltmeister. Davon träumen sie hier seit wenigstens 8 Jahren. Große Samba-Fete natürlich deshalb an der Copacabana jetzt. Wir schauen mal, als der Schlusspfiff kam, frenetischer Jubel hier in Rio. Das sind Träume, Fußballträume hier in Brasilien, so wie Brasilianer sie mögen. So etwas wie eine Novella, eine Seleção, eine Nationalmannschaft, der keiner etwas zugetraut hat und die dann innerhalb eines Turniers zu Helden wird, am Ende siegt. Das ist der Roman, das ist die Fußballoper, die die Brasilianer sehen wollen. Und jetzt geht der WM-Karneval hier in der Copacabana so richtig los. Ja, und auf dem Kudamm vor der Gedächtniskirche haben die Feiern zum Finale schon begonnen. Noch vor wenigen Minuten war hier alles menschenleer, aber gleich nach Abpfiff sind die Fans von der Kneipe auf die Straße gestürmt. Leider auch die ersten Polizeieinsätze. Die Beamten versuchen, die Fans auseinanderzuhalten. Und am meisten feiern natürlich die Brasilianer. Die sind hier schwer in der Minderheit. Die deutschen Fans sind traurig, aber auch stolz, denn Deutschland ist Vize-Weltmeister. Kein Grund, sich zu schämen. Und genauso ist die Stimmung hier. Ja, hier ist ein trotzig fröhliches München, Leopoldstraße, eigentlich die Jubelmeile, auf der jetzt Schwarz-Rot-Gold regieren sollte. Aber natürlich so kurz nach dem Spiel macht sich bei den zehntausenden deutschen Fans eine riesen Enttäuschung breit. Aus der Biergartenfete wird nichts. Hier ist jetzt Samba angesagt. Blau-Gelb-Grün hat hier die Flaniermeile übernommen. Brasilianische Stimmung gut. Gut 5000 hatten sich in Magdeburg auf dem Markt versammelt, um eigentlich einen Sieg zu feiern. Daraus wurde nichts, aber die Magdeburger Fans aus einer ohnehin sehr fußballbegeisterten Gegend zeigten sich als faire Verlierer und freuten sich auch darüber, dass es zum Vize-Weltmeister gereicht hat.
Zur großen Feier kommt es jetzt nicht, dessen ist man sich sicher, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. 2006, da ist man sich sicher, wird man hier wieder stehen und ganz groß feiern. Das war's erstmal aus Magdeburg. Man hat sich hier auf ein riesiges Sportfest vorbereitet, natürlich auf ein Fußballfest für die deutsche Nationalmannschaft, aber es sollte nicht sein. Brasilien ist Weltmeister und die Reaktion nach dem Schlusspfiff, die Enttäuschung gar nicht mal so groß bei den Fans. Deutsche Fahnen wurden trotzdem geschwungen und man freute sich auch über den Einsatz von Oliver Bierhoff, der irgendwie ja zur Motorsportszene gehört. Der ist ja der Schwager von Bernd Schneider. Man hatte übrigens den Programmton des ZDFs auf die Beschallung gelegt hier am Norrisring, was die Stimmung nochmal so richtig anschob. Aber mittlerweile haben die Fans ihre Plätze auf den Tribünen wieder eingenommen. Die Motoren werden auch bald aufheulen und man macht sich bereit für den fünften Lauf der DTM am Norrisring. Am Frankfurter Römer haben sich die Reihen natürlich gelichtet, aber der harte Kern hält durch am Brunnen. Es wird getanzt, vor allem die mit den brasilianischen Fahnen sind noch mittendrin. Aber es gab schöne Szenen und was wir besonders toll fanden, war, als der Schlusspfiff ertönt war, da kamen sie noch mal, die deutschen Fahnen. Da wurde gejubelt, da wurde geklatscht, da wurden Komplimente verteilt für die tolle Turnierleistung der deutschen Mannschaft. Dieses eine Spiel, das haben die Brasilianer verdient gewonnen, aber trotzdem, es war eine prima WM. Und morgen wird sie mit Sicherheit wieder richtig voll werden, Wolf-Dieter. Frankfurt ist dann wieder eine Reise wert. Und damit schon angesprochen, morgen 14.15 Uhr kommt die deutsche Mannschaft oder wird die deutsche Mannschaft erwartet im Laufe des Nachmittages. Wir beginnen dann mit unserer Live-Übertragung vom Frankfurter Römer und wir finden, dass die Mannschaft diesen Empfang ganz sicher verdient hat. Sie können sich vorstellen, was jetzt alles an Stimmen gesammelt wird, an Stimmungen, an Reaktionen, an Kommentaren. Wir sammeln hier die Kollegen an allen möglichen Orten, geben jetzt aber erstmal wieder zurück ins Zentrum, ins Stadion, nach Yokohama zu Jürgen Klinsmann und René Hieb. Und wir haben natürlich noch was für euch in Berlin. Schauen Sie doch mal, das ist die brasilianische Fankurve. Und sie ist die einzig echte Spitze in einem durchaus offensiv eingestellten brasilianischen Fanblock. Hier wird also noch fleißig gefeiert in Yokohama. Und das also die große Kugel. Wir haben eben die tollen Bilder gesehen aus der Heimat, aus Rio de Janeiro, Sao Paulo. Dort also jetzt der Karneval, ich glaube eine ganze Woche lang, Jürgen. Davon dürfen mindestens, wir ausgehen. Ja, sicherlich. Mindestens eine ganze Woche lang. Also, sie verstehen es zu feiern. Also, das sind sie uns. Obwohl, ich glaube auch in Deutschland, wir haben einen Grund zu feiern. Wir haben eine tolle WM gesehen. Wir haben viel Freude in unserer Mannschaft gehabt. Und ich denke auch, wir können wirklich uns auslassen. Wir können feiern, wir können Spaß haben. Und die Nacht zum Tage machen. Die Nacht, ja, also da schauen wir mal, ob wir wirklich so lange feiern werden heute. Einer, der allen Grund hat zu feiern, ist der zweifache Torschütze dieses Finals. Und den nehmen wir jetzt im Interview. Bitte, Ronaldo. Sie haben ein wunderbares Turnier gespielt, Sie sind jetzt auch Torschützenkönig geworden. Ja, es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich freue mich unglaublich, dass ich hier Torschützenkönig geworden bin. Und das ist wirklich einfach eine Wahnsinnserfahrung, eine tolle. Das ist toll, der hat 2,5 Jahre gelitten und jetzt steht er da. Cafu, frage ich Sie nochmal. Ich habe aufgeschrieben auf mein Trikot, dass ich meine Frau liebe. Regina, ich liebe dich und ich liebe auch meine Kinder. Und was ist dir da im Kopf herumgegangen? Ja, ich bin einfach total begeistert, ich bin glücklich, ich freue mich. Ich liebe dich. Ronaldo, jetzt frage ich Sie nochmal. Als Sie da das zweite Tor geschossen haben, da war doch klar, dass so kurz vor Spielende nichts mehr passieren könnte, oder? Naja, ich denke mal, diese Leistung habe ich damit gekrönt, die ganze Mannschaft. Ich habe die Leistung der Mannschaft mit diesem zweiten Tor krönen können. Ich habe viel gearbeitet, ich habe stark gearbeitet, 2,5 Jahre an meiner Verletzung gearbeitet und bin jetzt wieder fit. Und ich denke mal, dass es jetzt wirklich, dass wir es verdient haben. Ich bin sehr glücklich mit den Toren, die ich geschossen habe. Wir sind 5-facher Weltmeister, das ist super toll. An wen denken Sie jetzt gerade am meisten? Wem würden Sie diesen Sieg widmen? Meiner Familie natürlich. An allererster Stelle widme ich diesen Sieg meiner Familie. Und dann natürlich auch all denen, die in diesen letzten 2,5 Jahren zu mir gestanden haben, während ich so lange verletzt war. Wir hätten uns das nie träumen lassen, dass wir 2 Jahre später wieder hier stehen und Weltmeister sind. So, jetzt wird nur noch gefeiert. Und es ist ein historischer
WM-Sieg für Ronaldo und für die ganze Nation. Denn als erste Mannschaft gelingt es Brasilien, mit 7 Siege in Folge bei einer WM-Endrunde Weltmeister zu werden. Der Teamchef ist unten bei Michael Palme, Jürgen, und dein alter Sturmkollege und weltmeisterlicher Freund von 90. Ein paar liebe Grüße. Ja, ich kann ihm nur ein riesen Lob machen. Also wir sind alle stolz auf dich, Rudi. Du hast Fantastisches geleistet die letzten 2 Jahre. Also ich denke wirklich, dass ihm also ein Riesenlob gebührt. Michael, ja. Sag's ihm bitte. Ja, das will ich gerne tun. Jürgen Klinsmann hat gerade ein Riesenlob ausgesprochen, hat ihn auch gratuliert und ich will mich da anschließen voller Hochachtung. Ich denke mal, Sie und die Mannschaft können mit hocherhobenem Haupt nach Deutschland zurückkehren. Ich habe Sie ja jetzt nur eine Weile begleitet. Wie groß ist denn die Enttäuschung? Ja, wenn man ein Endspiel verliert, ist natürlich die Enttäuschung groß, das ist ja ganz klar. Uns ist natürlich bewusst, das war uns vorher schon bewusst, dass wir was erreicht haben, wo keiner mit gerechnet hatte, wie du schon gesagt hast. Und auch wenn man gegen so eine Klassenmannschaft wie jetzt Brasilien verliert, was sicherlich keine Schande ist, aber klar, ein Endspiel ist natürlich immer ein bisschen bitter zu verlieren. Ja, ich glaube, es ist auch jetzt gar nicht die Zeit und der Zeitpunkt, um groß nachzukarten. Aber woran machen Sie denn die Niederlage heute fest? Gibt es da Eckpfeiler? Ja, erstmal das Positive rauskehren. Wir haben es, glaube ich, vor allem in der ersten halben Stunde der ersten Halbzeit und auch wieder zu Beginn der zweiten Halbzeit von der Raumaufteilung, was das Taktische anbetraf, von der Laufbereitschaft, auch was das Spielerische anbetraf, glaube ich, recht geschickt gemacht. Wir konnten zwar jetzt nicht Riesenchancen erarbeiten, aber die Brasilianer in dieser Phase auch nicht. Dann später, das ist letztendlich das große Problem, das wir hatten, dadurch, dass die Brasilianer individuell halt doch 3-4 Spieler drin haben, die immer mal, auch wenn sie mal eine kleine Pause einlegen, dann durch ein Dribbling oder durch einen Doppelpass oder mal was Spezielles machen, dann uns halt immer wieder mal in Schwierigkeiten gebracht haben und sich natürlich auch dadurch, wie auch in den Spielen davor, gegen die Türkei oder gegen andere Mannschaften, da sind sie halt immer in der Lage, jede Abwehr der Welt in Schwierigkeiten zu bringen. Ein Wort muss man noch sagen zu Oliver Kahn, der hier ein sensationell gutes Turnier gespielt hat. Aber das war nun halt ein Fehler, der ihm mal passiert. Und das ist das Bittere beim Torhüter, wenn ihm so ein Ding passiert, dann ist es auch immer gleich ein Gegentor. Naja, gut, da gibt es ja von unserer Seite überhaupt keine Kritik. Der Olli hat eine Traum-WM gespielt. Er hat hier Dinge gehalten, die wir normalerweise nur von wem gewohnt sind. Aber wie es auch schon oft in der Nationalmannschaft oder auch vor allen Dingen bei Bayern München bei den großen Erfolgen gezeigt hat, das war sensationell. Und wenn jemand dann mal so ein kleiner Fehler passiert, das ist zwar dann im Endspiel bitter, aber das ist überhaupt kein Problem. Sowas macht übrigens auch den Reiz des Fußballs aus, dass man nie immer ganz oben sein kann, sondern dass man ab und zu auch mal wieder einen draufkriegt. Würden Sie denn sagen, dass Brasilien dann letztlich dann doch verdient gewonnen hat, weil es die bessere Fußballmannschaft war insgesamt? Ja, sicher. Sie haben sicherlich bei dieser WM, auch wenn sie hin und wieder mal ein paar Schwierigkeiten hatten, ich würde sagen gegen uns zu Beginn des Spiels, Anfang der zweiten Halbzeit, gegen die Türken, die das auch sehr gut gemacht haben, gegen die Brasilianer auch hin und wieder mal, in Schwierigkeiten gebracht, aber wenn man alle 7 Spiele jetzt nimmt, waren sie sicherlich die Besten. Da die Top-Favoriten ja schon vorher ausgeschieden sind mit Frankreich und Argentinien, war es sicherlich verdient. Blicken wir noch mal einen Moment zurück. Es gab ja in der Zeit, in den letzten 5-6 Wochen, eine Menge Kritik für die deutsche Mannschaft. Ja. Jetzt sind Sie Vizemeister geworden. Was haben Sie denn den Kritikern jetzt noch zu sagen? Nein, gibt gar nicht viel zu sagen. Ich habe hin und wieder mal, wenn ich das Gefühl hatte, es wird ein bisschen zu toll, dann muss ich halt versuchen, ein bisschen dagegen zu wirken. Obwohl ich es manchmal auch nicht so gemeint habe, aber in dem Moment, wo ich es halt gesagt habe, habe ich mich auch ein bisschen besser gefühlt, wenn man ein bisschen so seinen Dampf ablässt und auch in die Mannschaft ein bisschen zu schützen, obwohl ich auch hin und wieder kritisch war, vor allem nach dem USA-Spiel, da waren natürlich aber nicht so gespielt, wie ich mir das vorgestellt hatte, da muss man natürlich auch ein bisschen kritisieren, aber im Großen und Ganzen, die Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind, das war mehr als gut und ich glaube, niemand in Deutschland, auch der eine oder andere Kritiker, konnte ja nicht erwarten, dass wir hier, ich habe es zwar schon einige Male gesagt, dass wir hier herkommen und alle Mannschaften an die Wand spielen. Wir haben auf unsere Art und Weise, was wir gekonnt haben, haben wir versucht, gut rüberzubringen und haben auch, ich bin der Meinung, auch vor allem heute gegen so eine klasse Mannschaft wie Brasilien, für lange Zeit des Spiels den toll Paroli geboten, auch schön Fußball gespielt. Ja. Wir haben halt leider, das ist uns halt in den anderen Spielen etwas besser gelungen, haben wir leider kein Tor geschossen. Es war eine schöne Szene im Fernsehen zu beobachten. Sie sind auf Ronaldo zugegangen, haben ihn am Abend mit ihm geredet. Was haben Sie besprochen? Ja, wir haben ein bisschen auf Italienisch gesprochen. Und er hat mir gratuliert. Ich habe ihm gratuliert und hat mich gefragt, wie das so ist als Trainer. Und ich habe ihm gesagt, spiel noch ganz lange Fußball. Ja, bevor du irgendwann mal Trainer wirst, du lange die Füße laufen, werd nicht so schnell Trainer, ist besser für deine Gesundheit. Da frage ich Sie auch mal, wie ist es denn als Trainer?
ja, es ist natürlich viel Stress, unabhängig jetzt von diesen Erfolgen, jetzt, die man jetzt in den Wochen gehabt hat, dass man immer noch runter weiterkommt. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man hier so jetzt, wir sind jetzt über 7 Wochen zusammen gewesen, 2 Wochen in Deutschland ab dem 7. Mai und dann nochmal hier jetzt über 5 Wochen hier in Asien. Das ist nicht immer alles so einfach, wie es vielleicht immer in Deutschland rüberkommt. Aber ich glaube, wir haben hier eine tolle Gruppe gehabt. Alle Spieler haben toll mitgezogen, das Umfeld hat gestimmt. Nur so ging es ja auch. Wenn da irgendwas nicht gestimmt hätte, wären wir mit Sicherheit nie ins Endspiel gekommen. Über einen Spieler würde ich gerne noch mit Ihnen oder reden und von Ihnen vielleicht einen Kommentar hören. Lars Ricken, für den hat diese Weltmeisterschaft ja nicht stattgefunden. Er musste damit rechnen, aber dennoch für einen Feldspieler ist das ja immer so eine Geschichte. Man denkt ja immer, na, vielleicht komme ich doch noch zum Einsatz, bei den Torhütern ist das anders. Ja. Haben Sie mit ihm mal darüber geredet? Ja, wir haben zwischendurch mal darüber gesprochen. Sicherlich ist es schade. Und wenn wir, ich bin auch ganz ehrlich, wenn wir das Halbfinale verloren hätten, hätte er auf jeden Fall gespielt und beim Spiel um den 3., 4. Platz, wie der eine oder andere auch, der nicht so oft gespielt hat. Das ist halt leider so, manchmal geht es halt nicht, wie man das gerne hätte. Wir haben halt leider auch nie so die Möglichkeit gehabt, dann, weil wir gerade auf diesen Positionen halt sehr viele Spieler hatten. Aber der Lars ist jung, der wird auch danach noch wieder zur Nationalmannschaft dazustoßen. Er wird über Borussia Dortmund, es ist auch wichtig, dass er da einen Trainer findet oder auch einen Verein findet, die ihn toll unterstützen. Und trotzdem auch Kompliment an den Lars, wie er hier die 5 Wochen mitgezogen hat im Training und auch außerhalb des Platzes. Das war sensationell. Sie sind ja zu dem Job des Teamchefs gekommen, praktisch wie die Jungfrau zum Kind. Macht Ihnen der Job jetzt Spaß? Ja, ich meine, wenn man gerade ein Endspiel verloren hat, ist es natürlich nicht so angenehm, aber trotzdem macht es Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Auch, wie gesagt, auch mit meinen Trainerkollegen, mit dem Michael Skibbe, zu dem ich ein tolles Verhältnis aufgebaut habe in diesen 2 Jahren, mit dem Erich Rutemüller, den wir nicht vergessen darf, und natürlich auch Sepp Maier, den ich ja noch aus meiner aktiven Zeit kenne, der ja immer so als zu Unrecht nur als Spaßvogel hingestellt wird, der ein überragendes Torwarttraining macht mit den 3 Torhütern. Und wir 4, glaube ich, wir sind ein gutes Quartett. Und hoffe, dass wir es uns noch eine Weile machen dürfen. Ja, wissen Sie, warum ich frage? Weil es hier ein Gerücht gibt. Gerücht, sage ich, Rudi Völler hört nach der WM auf. Ja. Ist da was dran? Ich weiß nicht, was in die Welt gesetzt hat. Ich weiß natürlich, dass, wie das auch bei anderen Ländern ist, auch wenn die Erwartungshaltung nicht so groß war, bevor wir hierher gefahren sind. Na, wirklich? Aber wenn man natürlich in der Vorrunde, ich weiß ja, wenn man in der Vorrunde ausscheidet, was ja immer möglich war in unserer Gruppe mit Kamerun und Irland, da muss man natürlich immer mal gucken, wie geht es dann weiter in den nächsten Wochen? Wie kann man dann so eine Zeit überbrücken mit so einer Last auf dem Buckel? Es wäre ja ähnlich gewesen, wenn wir es gegen die Ukraine nicht geschafft hätten. Aber wir haben es geschafft und das war okay. Und ja, jetzt versuchen wir bis zur Europameisterschaft eine vernünftige Mannschaft aufzubauen. Dann freuen wir uns auf Ihre Arbeit. Danke, dass Sie da waren, Herr Dankeschön. Völler. Vielen Dank. Ja, und Franz Beckenbauer hat auch 2 Weltmeisterschaften als Trainer gebraucht, um dann Weltmeister zu werden. 90, 86 auch Vize-Weltmeister und die WM im eigenen Land 2006 auf der Anzeigentafel hier im Stadion. Also schon das Auf Wiedersehen für die nächste WM. Dann sind wir der Gastgeber in Deutschland 2006. Sayonara. Wir sagen aber noch lange nicht Sayonara, sondern das war ein atemberaubendes Finale heute, Jürgen. Und wir müssen einfach nochmal über einen Mann sprechen, über den viel diskutiert worden ist vor dieser Weltmeisterschaft. Ronaldo, Kritik in der Heimat, einen Verletzten darf man nicht mit zur WM nehmen. Ist richtig. Und ich denke, Scolari hat eine goldene Hand bewiesen. Er wusste, er hat ein paar Problemfälle. Selbst Rivaldo war das ganze Jahr über verletzt, ständig verletzt, konnte nie seine Leistung richtig bringen. Auch er ging mit ein paar Problemchen in das WM-Turnier. Aber wie er an Ronaldo festgehalten hat, wie er an ihn geglaubt hat, das hat auch ihn letztendlich stark gemacht. Und nur wenn ein Trainer an einen das Vertrauen weitergibt, wenn er einen in schwierigen Situationen unterstützt und vor allem diese schwierige Situation, die Ronaldo überstehen musste mit diesen schweren Verletzungen, und er wusste selber nicht, wo stehe ich eigentlich. Das ist eigentlich jetzt schön, das ist wirklich ein kleiner Traum, der sich da erfüllt hat für Ronaldo. Da hat der Trainer zu ihm gehalten über die gesamte Zeit und er konnte Schritt für Schritt in jedem Spiel ein bisschen mehr zurückgeben. Am Anfang war er noch nicht der Alte, aber so in jedem Spiel hat er praktisch ein Quäntchen dazugelegt. Wir blicken einfach mal rein in die besten Szenen von Ronaldo in diesem Spiel. Es ging los in der 18. Minute und er braucht sicherlich viele Chancen, auch in den Spielen zuvor. Aber dann ist er wieder der Alte für dich? Hat man das gesehen? Viele sagen, ich denke, er ist ein anderer. Er ist nicht der Alte in dem Sinne, wie wir ihn vielleicht vor 4 oder 6 Jahren in Spielen gesehen haben, wo er durch die Abwehren durchtrippelt und wo er 2, 3 Leute auf sich zieht und Haken macht und versucht wirklich sich da durchzumogeln. Er ist viel geradliniger.
Er wartet, er lauert auf seine Chance, er sieht sofort, wo das Tor ist. Und wie jetzt auch im letzten Spiel gezeigt, wenn es sein muss, dann nimmt er auch die Picke, um ein Tor zu machen. Also er hat sich verändert, er ist ein anderer Ronaldo, aber genauso wertvoll. Ja. Wie sehr profitiert er deiner Meinung nach, Jürgen, von diesem Trio da vorne? Das ist ja Zauberei, muss man sagen. Rivaldo, Ronaldinho und Ronaldo, wie man auch schön in der nächsten Szene sehen kann. Ja, es ist natürlich ein goldenes Dreieck. Das ist gar kein Thema. Wenn man zwei solche Mitspieler hat, die einen ständig füttern mit Bällen, die immer ein Auge auf einen haben, dann weiß man natürlich, dass man als Stürmer irgendwann immer seine Chancen bekommt. Wenn man dieses Wissen hat, dass früher oder später ich einen Ball auf den Fuß bekomme, um ein Tor zu machen, dann verlierst du auch nie die Konzentration. Du lauerst ständig drauf. Auch hier, er lauert auf seine Chance. Ja, und Roberto Carlos mit diesen scharfen Hereingaben. Ja, da kommen so viele Situationen auf im brasilianischen Spiel, dass er weiß, ich bekomme meine Chancen. Also vielleicht nicht in den ersten 20 Minuten, aber dann irgendwann mal im Laufe des Spiels. Und dann kriege ich nochmal eine Chance. Und das gibt ja natürlich Selbstbewusstsein. Und einer mit dieser Klasse und diesem Killerinstinkt, den er hat, weiß dann, dass er sie auch einmacht. Was bedeutet es so einem Spieler, du kennst ihn nun auch persönlich sehr gut, Ronaldo, hier zwei die entscheidenden Tore in einem WM-Finale zu erzielen, wie das 1:0 in der 66. Ja, natürlich entladen sich da viele Emotionen bei ihm, weil er wusste, er hat da noch was gut zu machen mit der Geschichte von 98 gegen die Franzosen. Und es wurde in diesem Moment, wurde ihm klar, jetzt bin ich da, jetzt habe ich es allen gezeigt, ich habe es vor allem mir selbst bewiesen, dass ich es kann. Und er gewinnt den entscheidenden Zweikampf gegen den Didi Hamann und passt rüber zu Rivaldo und lauert aber dann schon auf das Nächste, was passiert. Er sprintet da schon los, als Rivaldo ausholte und war dann halt am richtigen Fleck und ist diese Zehntelsekunde dann vor Oliver Kahn. Der tragische Held dieses Spiels. Oliver Kahn, der so ein großes Turnier gespielt hat, und hier stehen sich die beiden Helden des Turniers gegenüber, Kahn und Ronaldo. Auch schicksalsträchtig in einem solchen Finale. Natürlich gehört, es ist ein bisschen Schicksal mit dabei, aber dass einem so ein Ball mal abprallt, das ist ganz normal, das gehört dazu. Und es wird natürlich am Oliver ganz besonders wehtun, weil er hat eine absolut faszinierende Weltmeisterschaft gespielt. Und es zeichnet halt einen Stürmer aus wie Ronaldo. Er wusste, dass die Situation entstand, er wusste, Rivaldo wird zum Schuss ausholen. Und dann hat er spekuliert, irgendwas passiert, prallt er vom Oliver Kahn ab oder prallt er vom Pfosten ab, ich muss dahin. Er wusste, ich muss dahin und hat das wahrgenommen, hat die Nase dafür. Und hat dann das Ding reingemacht. Das ist natürlich letztlich auch, was den brasilianischen Fußball so auszeichnet und so schön und so attraktiv macht. Natürlich haben sie gut daran getan, weil sie hatten auch nur ihre Möglichkeiten. Wir hatten noch einige Chancen. Und mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht sogar schon das 1:1 gemacht, bevor die Brasilianer das 2:0 gemacht haben. Unterm Strich muss man fairerweise anerkennen, Brasilien ist verdient Fußball-Weltmeister 2002. Und ein Bild, da schauen wir nochmal gerne hin, Oliver Kahn. Du kennst ihn. Seid zusammen, auch wenn du nur auf der Bank saß, Europameister geworden. Ja, natürlich. Kannst du mitfühlen in so einem Augenblick. Ja, weil er ist ein Perfektionist, der Kerl. Der hasst nichts mehr als kleine Fehler. Und es war ein kleiner Fehler, es war kein großer Fehler in dem Sinne. Weil der Rasen war nass und es ist normal, dass man so einen Schuss abprallt vom Keeper, dass man ihn nicht sicher hält. Und er ist einer, der muss sich das jetzt muss das mit sich selbst ausmachen. Und es wird auch eine Zeit dauern, bis er das mit sich selbst ausgemacht hat. Ich kann nur hoffen, dass er das schnell wie möglich abhakt, die Geschichte. Er kann wirklich stolz sein auf dieses Turnier, das er gespielt hat. Und ist im Moment mit Abstand, wirklich mit Abstand, die Nummer 1 in der Welt. Vielen Dank, Jürgen. Es waren auch atemberaubende Wochen mit dir. 5 Wochen mit dir gemeinsam bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Asien. Es war eine schöne Zusammenarbeit, möchte mich bei dir recht herzlich bedanken und natürlich auch bei unserem Team. Es geht natürlich noch lange weiter und wir schalten gleich ins WM-Studio nach Berlin mit weiteren Reaktionen. Kleine Message nach Hause, Lucy und Louis, morgen kommt Papi endlich wieder nach Hause. Ich freue mich schon. Das ZDF.